Was trinkt man heute, Rico? Ja, moin moin, willkommen zu den Testoleros. Wir trinken heute Bier. Ach. Und zwar Bud Light. Ja, wir kennen Bud Spencer, wir kennen Bundy. Das wird mal rausgeschnitten. So. Woher kommt Bud Light? Werbung mit. Ach ja, siehst du. Soll ich erstmal die Nachrichten machen, so etwas aktuellere Nachrichten? Ja. Es ist nun mal leider so, Bud Light war sehr beliebt, das könnt ihr euch aussuchen. Bud Light verliert spätestens Platz bei US-Bieren, Werbung mit Transgender-Influencerin. Da hat dann Bud Light Spitzenplatz bei den US-Bieren verloren. Jahrzehntelang war Bud Light in den USA das meistverkaufte Bier. Ja. Nach der Aufregung über eine Werbung mit einer Transgender-Influencerin landete die Marke nun hinter einem Bier, das in Mexiko produziert wird. Tja, wer weiß, was die für eine Werbung gemacht hat. Ich habe es mir nicht angeguckt. 23. Nee, Corona-Bier. Nein, Bud Light. Nee, das Bier, was in Mexiko produziert Corona. Wird. Corona. Beliebter sei inzwischen die besonders unter Hispanics gern getrunkene Marke Modelo Especial. Des Bierbrauers Constellation Brands. Tja. Wo wird Bud Light gebraut? Das Bud Light hat nichts mit dem tschechischen Bier der Brauerei Budějovický Budvar zu tun, sondern, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, sondern wird von Anheuser-Busch-Gruppe in den USA gebraut. Ego, mach mal das da weg hier mit dem Wasser da drin, wie sieht das aus? Das ist Wodka. So. Was ist denn das hier? Ich schneide den Liter jetzt raus. Also, sehr beliebtes Bier. Bud Light zeugt ja von einem leichten Bier. Ja. Die Amis vertragen halt nichts. Deswegen müssen sie leichtes Bier trinken. 4,2%. Naja. 4,2 ist ja nicht so. Ja, nicht so leicht, wa? Aber für ein Deutsche, also für Deutsche ist es schon leicht. Ah, okay. Wir haben hier eine 0,33er. Büchse. Dose. Den Dosenöffner da holen. Eine Metal Can, ja. So. Im letzten Video gab es übrigens das feinste Rostocker Pilz. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber ist ja Ricos Traditionsmarke. Könnt ihr euch das Video mal reinziehen? Hier verlinkt. Prognose? Fraglich. Na, fraglich ist Blech. Ja, also ich werde höchstens Bronze. Bronze. Auspacken oder wegpacken? Tja, mal gucken. Also man ist schon neugierig drauf, wie es schmeckt. Also wir haben hier Hopfen drin, wir haben hier Malz drin und Reis. Nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Sicher nicht. Blau-Weiß. Büchse. Ein Punkt. Auspacken. Ich bin mal gespannt. Ein Punkt, zwei Punkte. Also ich sag mal so, Büchsen, die hören mich ja noch nicht gerade an, ja. Und was gibt es da positiv zu sagen? Da ist doch Hopfen, Malz und Getreide ist doch hier mit drauf. Also doch Reis. So. Also, wie Jens schon sagte, nix hier mit deutsche Reinheitsgebot. Ein Punkt oder was? Ja. Wir werden das Ding hier mal oben öffnen. Ich riech nichts. Ach doch, jetzt riech ich's. Oh. Glück. Mit Monster Büchse. Oh. Also gut, also der Geruch ist nicht meins, das ist mir viel zu würzig. Und der Topf, der hat schöne. Schmeckt, also. Also der Topf wirklich ein schöner. Man hätte am Geruch schon erkannt, dass es nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot hier, wo der Geruch ist. Guck doch mal an, was der. Hat der Schaum dafür Hinterlassenschaften da am Glas? Sieht so ein bisschen aus nach Cola, aber ganz schön schnell weg. Das sieht doch so komisch aus. Na, das ist sehr.
Sehr hopfig. Ist das die ganze Buchse jetzt hier gewesen? Ja. Ja. Okay. Das ist die Büchse im Glas. So. Dann stellen wir hier irgendwie in der Mitte vorne hin. Also sieht ja ganz gut aus. Von der Farbe her ist es schön. Die Kohlensäure ist irgendwie nicht wirklich da. Der Schaum ist auch relativ schnell weg. Also zwei Punkte. Schon optimistisch. Ja, zwei Punkte. Wir wollen uns ja nicht verscherzen mit den Amis. Ja, die Amis, die haben halt ganz anderen Geschmack. Gaum nie oder gaum hieber? Tja, wir schauen mal. Ach naja, bei der Amis sieht ganz viel über Marketing. Die haben ja nicht die Testoleros. Alter, ist das lasch, Junge. Das ist wirklich leid, ja. Ja, also. Boah, nee. Wir trinken ja gerne Hellet, weil es so mild ist und so, aber ja, das ist schon sehr mild. Also zu mild. Also merkst also du schon Wasser. Ja. Schon schlimmer als das Waschsteiner. Ein bisschen Kohlensäure und ein bisschen Farbe. Geruch. Naja, aber ich meine, schmeckt jetzt nicht schlecht. Aber gut ist es auch nicht. Ja. Also ich würde es recht weit unten ansiedeln, so mit 5, 6. Nee, das ist ja schon, dass das nicht schmeckt. Ich würde schon eine 7, 6, 7, ja. Das ist ja schon fast Schal. Das schmeckt besser als Rostocker. Na. 7 oder 8 würde ich geben. Boah. Wir haben weit eine 6. Ja. Special Points. Ja, hat sie auf jeden Fall verdient, kennt jeder. Mhm. Hat schon mal einen Punkt verdient. Na ja, gut, marketingtechnisch, ne? Ja, das ist gut. Und was halt was Besonderes, weil es halt so ein leichtes Bier ist. So. Vielleicht schmeckt es ja auch aus der Flasche anders als aus der Büchse. Ansonsten, warte kurz. Muss ich mal gucken, wie viel ich bezahlt habe für einen Sixer. Einen Sixer hast du gleich geholt? Ich hab's nicht anders. Aha. Ah, siehst du, Marketing. Ein Sixer. Ach so, das sind 355 Milliliter Büchsen sind das. Mhm. Ein Sixer hat 28,85 Euro gekostet. Wie viel? 28,85 Euro. Alter. Sofort Punktabzug, Junge. Da musst du erstmal. Geht haben wir nicht. Endlich könnten wir den Preis auch nochmal einkalkulieren. Ja, also das ist ja Wucher. Na, wieso rechne doch mal 28 Euro? Über 4 Euro. So eine Büchse. Ja. Alter. Ja. Für unsere Follower hier ist mir nicht zu teuer. Das ist ja. Das ist hart, ja. Das ist ja der absolute Hammer. Das ist ja sowas von Wucher. Oder ist das bloß in Deutschland so teuer? Mit Sicherheit. Das wird dann bei den Amis nicht so teuer sein. Obwohl ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bier quasi in Deutschland noch mit am günstigsten ist. Das umschmeichelt nicht gerade meine Zunge, ja? Also das ist die. Noch Reaktion. Also da geht ja noch, ja, geht ja noch was. Ja, trink ich mal ein Bad Light, dann hast du noch Reaktion, ey. Also 2 Punkte. Oder ist besonders teuer, 3 Punkte. Nee, 2 Punkte können wir schon geben. Special Points, oder? Ja. Und minus 2 für den Geschmack, ey. So. Mach mal einen Witz über die Amis. Hast du was? Naja, pass auf, dann fangen wir mal hier einen kleinen Witz an mit Bierstile. Stile. Ein Düsseldorfer, ein Kölner und ein Münchner. Ich möchte jetzt betonen, dass das nicht meine eigene Meinung ist, ja? Nicht, dass hier irgendeiner sagt, what? Düsseldorfer, Kölner und Münchner, also, ja? Interessante Mischung. Sitzen in der Kneipe. Der Düsseldorfer bestellt sich ein Altbier, der Kölner bestellt sich ein Kölsch und der Münchner bestellt sich eine Cola. Die anderen beiden schauen ihn blöd an und fragen, warum er sich denn nun eine Cola bestellt hat. Mhm. Darauf sagt der Münchner, wenn ihr kein Bier trinkt, dann trinke ich auch keins. Der
Der war gut. Der war echt gut, ey. Bierfakt Nummer 3. Geklaut von www.oktoberfest.de. Link hier unter dem Video. Bier ist gesund. Ich meine, das ist uns ganz klar. Das natürlich. Ist jetzt so eigentlich ein bisschen langweilig. Schließlich besteht es zu ungefähr 93% aus Wasser. Aber nicht nur das. Bier enthält jede Menge Mineralstoffe. Zum Beispiel Calcium, Phosphor, Magnesium und Kalium. Dazu kommen verschiedene B-Vitamine. Eselsbrücke, Biervitamine. Ganz klar. Natürlich. Und natürlich ist Bier ein rein pflanzliches und veganes Produkt. Na. Steht ja auch immer drauf. Also manche in, auf mancher Bierpulle steht ja jetzt drauf vegan. Glutenfrei steht da auch unter anderem drauf. Okay. Ja. Was steht hier drauf? Da steht ja nicht drauf. Naja, schwangere Frauen nicht trinken, don't drink, don't drive. Und ach so, stimmt. Siehst du, so eine Symbole sind hier nicht drauf. Nee, das steht hier bloß bei allgemeinen Warnhinweisen. Mhm. Und verklagen. Und ich weiß nicht, was die zwei blauen Punkte hier. Ich weiß nicht, ob das NRW ist, die zwei blauen Punkte da. Was ist das? Hier. Zwei hellblaue Punkte. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Uhr? Ja. Oder wegkippen? Also bei wegkippen ist ja Uhr immer bei. Ich weiß es nicht, meinst du? Die Uhr war ganz oben bei. Mhm. Ja, der ist schon beim Öffnen ist er schon rausgesprungen. Wegkippen? Naja, weiß ich nicht. Das ist halt so eine kleine Pulle, ich trinke das groß. Ich gebe mir ganz viel Mühe, damit ich das austrinke. Hm. Also das ist wirklich kurz vorm Wegkippen. Also. Nicht meins. Oh. Ach, das sind zwei nur. Oh. Das sieht ganz bitter aus. Wird Blech zum Blech? Ja, Blech. Oh, warte. Blech zum noch Blech. Noch schlechter als das Rostock. Solch ranziges Zeug darf den Edelnamen Bier nicht tragen. Hat's ja auch nie. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräu edler Klasse. Ekelhaft. Na, was gibt's denn als nächstes zu trinken? Pülliken. Ah, dann trinke ich halt ein Pülliken. Sehr gut. Pülliken. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Pülliken ist gut. Genau. Da trinken wir, wenn wir uns davon erholt haben. Irgendwas Besseres. Was Gutes. Was Cooles. Oder was Angenehmes. Was schmeckt. Entspanntes. Ein Bier halt. Alter, was ist denn da los, Junge? Was macht denn der da in der Bar? Ey, Finger weg da! Bist du gar nicht. Bitte hier? Ja. Ist auch nur 33. Ah, na siehst du. Was haben wir denn da? Wenne! Birkstoff. Besser ist da. Unbedingt das nächste Video ankicken. Ey, kotz mir jetzt hier nicht auf den Tisch, du. Abonnieren, kommentieren, liken. Haut rein.